Hallo ihr lieben Stiere, herzlich willkommen zu eurer neuen Legung. Das ist die Legung Anfang bis Mitte Oktober 2023 und ich würde mal sagen, wir nehmen die Herausforderungen doch an, oder? Meine Lieben, wir schauen, was in dieser Zeitfrequenz euch das Leben bescheren möchte. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch ganz kurz erklären, ich bin ein bisschen außer Atem, weil doch heute via Wochenbotschaft bei mir zumindest alles eingetroffen ist. Guckt euch gerne die Wochenbotschaft an ab dem Montag, dem 25.09. Verrückter kann es nicht sein, aber gut, egal. Meine Lieben, wenn ihr noch nie so eine Legung gesehen habt oder meine Legung hier auf meinem Kanal, ich handhabe das so, ich will es euch ganz kurz erklären. Ich habe hier verschiedene Kartensets. Wir haben hier einmal die Weisheitskarten, dann haben wir ein Tarot, die Lenormand-Karten und Engel-Herzbotschaften. Und ich werde immer zwei Reihen legen. Das heißt, die eine Reihe ist die erste Woche und die zweite Reihe ist die zweite Woche. Ja? So, es kann sein, dass es ein Thema ist, es können aber auch verschiedene Themen sein. Also da müsst ihr bitte in euer Feld mal schauen, inwiefern ihr damit in Resonanz geht und was bei euch Thema ist. Ich weise euch hier einfach nur so ein bisschen die Tendenzen auf und ihr schaut mal, ihr lieben Stiere, was ihr damit machen könnt, okay? Wenn es gar nicht passen sollte, dann bitte gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen oder eine persönliche Legung buchen. Das könnt ihr natürlich auch. Das ist auch kein Problem. Da findet ihr die Informationen in der Infobox, wie ihr mich erreichen könnt. Und ihr denkt bitte daran, dass es kollektive Legungen sind. Das heißt, sie können auch nicht hundertprozentig immer auf jeden zutreffen. Ne? Manchmal ist es so, dass es dann halt vielleicht nur das erste Thema ist oder die erste Woche. Manchmal ist es eher die zweite Woche oder es ist umgedreht. Also da ist ja jeder, steht ja an einer anderen Position. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die erste Woche an, meine Lieben. Und denkt bitte daran, bei 10.000 Abonnenten, ja, gibt es ein kostenloses Live hier auf meinem Kanal. Also bitte gerne schön abonnieren. Genau. Und jetzt in der ersten Woche vom Oktober ist es ganz wichtig, dass du hier die 7, hier geht es darum, mit dem Strom zu schwimmen, ja. Also du siehst hier dich sozusagen auf, oder eine Dame, eine weibliche Person, wer auch immer, sagen wir mal, bleiben wir mal bei einer Person, hier die im Boot sitzt und mit dem Strom, ja, mitschwimmt. Und da denke ich mal, zielorientiert, um an dein Ziel zu kommen, ist es hier ganz wichtig, dass du ein Stück weit mit dem Strom schwimmst. Und wir gucken uns jetzt an, was das Tarot sagt und was es da geht. Und wie gesagt, klären werde ich das Tarot dann mit den Lennys, meine Lieben. So, na, da bin ich ja mal gespannt. Mit dem Strom. Okay, um was geht's hier? Also du bist auf jeden Fall sehr feurig unterwegs. Du lässt dir also definitiv nicht die Butter vom Brot nehmen, lieber Stier. Du hast deine klaren Prinzipien, deine klaren Vorstellungen und du bist auch in dieser Woche unheimlich feurig. Du strahlst auch sehr viel sexy viel aus, Charisma aus. Also du weißt schon auf jeden Fall, was du möchtest. Du bist ein absoluter Teamplayer. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass du andere Menschen, Arbeitskollegen oder in deinem privaten Umfeld, dass du in dieser Woche eher unterstützend mit dabei bist. Ein Teamplayer ist immer jemand, der im Kollektiv mit unterstützt, mithilft. Man teilt sich hier so nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das sehe ich auch. Vielleicht gibt es jemanden, den du unterstützen wirst in dieser Woche, in der ersten Oktoberwoche. Hier geht man neue Wege und zwar ganz direkt, ja, und man verlässt auch eine Situation. Das ist eine ganz spannende Energie hier, ja, also du wirst hier doch den einen oder anderen neuen Weg gehen, du wirst hier eine alte Situation, wirst du hier verlassen, lieber Stier, du entscheidest dich hier neue Wege zu gehen. Du hast auch in der Art und Weise noch keine Ahnung von dem, was du da umsetzt oder was auf dich zukommt in dem Sinne, weil ein Page ist immer jemand, der etwas dazulernen darf, soll, muss, kann. Und es ist aber für dich eine gewisse Herausforderung, die du hier annimmst. Und dazu gehört es, dass du eine alte Situation verlassen tust. So, und wir haben hier
die Acht der Stäbe. Also ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass entweder du in deinem Leben etwas voranbringst, dadurch, dass du hier neue Wege gehst, oder aber, dass du jemanden unterstützt, hier neue Wege zu gehen. Ja, also spannend. Okay, wir klären das Ganze mal hier mit den Lennys. Die Königin der Stäbe. Was ist da bei dir noch in deinem Feld? Königin der Stäbe. Eine Entscheidung wird getroffen. Du triffst hier eine Entscheidung. Eine Entscheidung, jemandem zu helfen, jemanden zu unterstützen. Vielleicht arbeitest du jemanden ein auf Arbeit oder im Privaten ist etwas, wo du dich dafür entscheidest, jemanden zu unterstützen, zu helfen. Ja, Stiere sind doch immer sehr helfend, muss ich sagen. Ne? Genau. Es könnte sein, dass du hier jemanden unterstützt, weil immer wieder das Labyrinth aufschlägt. Und immer wieder meine ich damit nicht, dass bei dir das immer wieder aufschlägt, sondern bei der anderen Person. Es könnte sein, dass du siehst, dass hier jemand immer wieder in eine Sackgasse kommt oder dass hier jemand ähnliche Schwierigkeiten hat wie du. Und dass du sagst, hey, pass mal auf, ich weiß, wie es hier geht. Du musst eine Entscheidung treffen, da rauszugehen und dann helfe ich dir dabei. Ja, also du bist hier, und das kriege ich immer wieder rein, du bist hier sehr unterstützend unterwegs und versuchst, jemanden aus einem Labyrinth rauszuhelfen. Oh ja, das Kreuz. Schicksalshafte neue Wege werden gegangen. Ja, es ist für dich eine positive Herausforderung, es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, die du hier vornimmst. Es ist etwas, was dich auf jeden Fall auf deinem Weg hier voranbringt und was schicksalshaft ist. Ja? So, dann gucken wir mal, was die Engel noch dazu sagen wollen. Engel für Schein und Wirklichkeit. 15. Ich lasse meine Illusionen fallen und blicke der Realität ins Auge. Ja, und es ist genau das, ne, dass du sagst, ja, ich habe jetzt hier schon eine ganze Weile darauf gewartet, hier endlich voranzugehen. Ich fühle mich auch hier weiter, neue Wege zu gehen. Ich fühle mich bereit, weiterzugehen. Ich nehme das Schicksal an. Ja, wir haben das Schicksalskreuz. Wir haben hier den Schein, die Wirklichkeit. Ja, ich nehme jetzt die Herausforderung, die in mein Feld kommt, die nehme ich jetzt hier dankend an. Und das ist das, was hier in der ersten Oktoberwoche auf dich zukommt. Neue Wege gehen, neue Herausforderungen gehen. Aber es ist nichts Negatives. Also es ist etwas, wo du jemanden unterstützt, wo du hilfst und wo du für dich letztendlich eine Art Wissenserweiterung ist das. Das ist etwas, wo du was Neues ausprobierst, wo du vielleicht auch jemand unterstützt, auch alte Muster zu brechen, ne? Oder eine alte Situation auch zu verlassen. Ich krieg immer wieder, als wenn hier Hilfe drüber stehen würde. Du hilfst irgendwie jemanden aus einer eingefahrenen, labyrinthähnlichen Situation rauszukommen. Ja, okay. Nachdenken. Okay, wir haben das Nachdenken. Du denkst über irgendetwas nach, ja? Ich werde da gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir erstmal die Tarotkarten nehmen und klären, was das ist, ne? Dann brauchen wir nicht so lange Rätselraten machen. Herzschmerz. Okay. Wir haben den Herzschmerz, irgendetwas, was dir nicht gefällt, wo du drüber nachdenkst. Das kann vielerlei Ursachen haben. Eine Belastung, und zwar die du, die auf deinen Schultern lastet. Du bist hier irgendwie ein Stück weit überlastet. Du bist, du trägst zu viel Last mit dir rum. Aber es sind Herzensangelegenheiten hier. Sieben der Stäbe. Das Gefühl, weil du so erfolgreich bist, dich rechtfertigen zu müssen. Ja. Das kann sein, dass du mit deinem Gegenüber, dass du relativ gut unterwegs bist, dass du locker unterwegs bist, dass du aber jemanden hast, der letztendlich, ja, dem es halt nicht so geht, ne? Wo du sagst, also ich trage dich ein Stück weit mit, aber es belastet mich halt und es tut mir nicht gut in unserer Beziehung, die wir hier führen.
Und da helfen nur letztendlich lichtvolle, liebevolle Gespräche von Herz zu Herz. Ja? Also es ist eine Situation in Beziehungen, in deinem Beziehungsleben, wo du sagst, also mir gefällt hier irgendwas nicht, ich bin super unterwegs, aber warum muss ich mich jetzt für meinen Erfolg rechtfertigen? Also ich finde, die Stiere sind sowieso Anfang bis Mitte Oktober sehr leicht unterwegs. Aber es gibt halt Dinge, die du mit dir selber ausmachst. Und da geht es halt in der zweiten Woche los mit Nachdenken und Herzschmerz. Irgendwas auf der Herzebene in deiner Liebesbeziehung gefällt dir nicht. Wir gucken mal, um was geht's hier. Ja, oh, wir haben zwei Karten. Es könnte hier um Unehrlichkeiten gehen. Ja, dass du sozusagen über die Brücke weitergehst. Die Unehrlichkeiten, die gefallen dir nicht. Ja, es könnte hier sein, dass dein Gegenüber hier eventuell nicht ehrlich zu dir ist. Oder mit dem du es hier zu tun hast. Und ja, und hier entscheidest du dich, ein Stück weit weiterzugehen. Oder zumindest hinterfragst du, möchte ich das noch so leben, diese Unehrlichkeiten? Und deswegen denkst du hier nach und hast auch diesbezüglich Herzschmerz. Also hier haben wir irgendein Thema auf der Herzebene in der zweiten Woche, lieber Stier. So. Dann haben wir die 10 der Stäbe und die 10 der Stäbe sind Belastungen. Es könnte sein, dass es dein inneres Kind ist, lieber Stier. Das kann aber auch sein, dass es dein eigenes Kind ist, dein inkarniertes Kind, dein irdisches Kind. Ja, das ist nicht dein inneres spirituelles Kind, sondern dein irdisches Kind. Und da könnte es sein, dass dein Kind entweder belastet ist oder dass du halt hier wirklich eher Belastungen hast. Auch das könnte dann in Beziehung zu deinem Kind als Belastung darstellen. Das heißt, dann könnte es sein, dass dein Kind hier eventuell auch nicht ehrlich zu dir ist. Dann haben wir hier ein Mutter-Kind-Thema, ne? Oder ein Vater-Kind-Thema. Auch das sehe ich hier, ist möglich. Ja, Nervosität sehe ich hier, weil du bist nervös, weil warum musst du dich rechtfertigen, ja? Also es könnte hier sein, dass es ein Thema mit dem Kind ist. Weil wir haben ja auch die Familie, ja, die Lilien stehen auch für Familie. Und hier könnte das sehr gut sein, dass du, lieber Stier, ein Thema mit deinem Kind hast. Egal was es ist, es geht auf jeden Fall siegreich aus. Also es gibt nachher ein positives Ende. Rechtfertigen vor dritten Personen musst du dich auch nicht, ja, wenn es so ein Fall ist, weil die Vögel stehen für dritte Personen, die dich nervös machen, die Unruhe bringen. Oder aber, dass du selber innerlich sehr nervös bist in Bezug auf dein Kind. In Bezug auf die Familie, ja, und egal wie es hier in der zweiten Woche ist, mach dir bitte nicht zu viel Gedanken, es geht auf jeden Fall gut aus, ja, so, okay. Ja, manchmal hat man halt so Themen, ne? Jetzt gucken wir mal noch, was die Engel uns hier verraten, meine Lieben. Genau, Engel für Veränderung und Verwandlung. Wir haben hier, schaut mal, die 6 und wir haben hier auch die 6. Ja? Die 6 könnte eine sehr entscheidende Zahl sein. Auch die 42 ist die 6. Haben wir hier noch irgendwo die 6? Nö. Aber könnte für dich hier ein Thema sein, ja? Doch, hier oben haben wir die 6, guck mal. Die 15, Quersumme 6, ne? Alles im Leben ist Veränderung. Ja, und das ist es wirklich. Also das unterschreibe ich euch. Definitiv. Aktuelle Situation. Ja, die hier bei euch auch mit in die erste Oktoberhälfte mit rein fließt, ist definitiv die Veränderung. Also unfassbar. Ja, und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das bei dir hier auch relativ spontan kommt, ne? Aber was kann ich euch sagen, aufgrund meiner eigenen Erfahrung? Innerlich ruhig bleiben, tief durchatmen, versuchen im Hier und Jetzt zu bleiben, die Dinge zu sortieren und zu ordnen. Und aus dem, was ist, in Ruhe das Bestmögliche zu machen. Ich will nicht sagen, dass es eine Gewohnheit zu einer Gewohnheit werden soll. Aber wisst ihr, wenn man Dinge erlebt, die unverhofft spontan kommen, mit denen man nicht rechnet, dann ist man auch sehr, sehr dankbar, dass man dann Menschen hat, die einen unterstützen und die da sind. Und ich denke, du hast hier so eine ähnliche Situation, dass einerseits in der ersten Woche du jemanden unterstützt und andererseits aber in der zweiten Woche könnte das sein, dass du auch hier Unterstützung bekommst oder dir vielleicht einholst durch Worte, durch Gespräche, durch dritte Person, in welcher Form auch immer. Ja, also da, ich finde es sowieso viel, viel schöner, aber das ist eine persönliche Meinung, wenn man in Licht und Liebe die ganzen Geschichten begeht, abwickelt, reinschaut und fühlt und dann einfach guckt, was man daraus machen kann, ohne Wut, Zorn, Hass, Groll, Neid,
Elend und was auch immer. Also, ne, das haben wir alles genug im Außen. Und hier ist es, denke ich, auch ganz wichtig, lieber Stier, dass du dir wirklich Stück für Stück deine Situation anschaust und sagst, okay, so ist das, was können wir machen, wie fühlt sich das an, machen wir das so oder so oder so, wie sehen die Parameter aus? Und dann irgendwie versuchen, aus einer Zitrone eine Limonade zu machen und gar nicht großartig darüber nachdenken weiter, sondern dann lösungsorientiert, egal wie der Zustand ist, aber weitergehen. Und das ist das, was viele Menschen gar nicht können, was auch wirklich eine Herausforderung ist, was auch schwer ist, aber ich denke, das wäre das, was dir dann in diesen Situationen einfach am besten gut tun würde, ja? Und ob du das jetzt so umsetzt oder nicht, das überlasse ich natürlich dir, ganz klar. Du bist ein Mensch, du hast einen freien Willen, aber ich kann dir nur sagen, wie ich da in meiner Situation jetzt reagiert hätte, ne? Und du schaust einfach für dich, lieber Stier, wie du das gerne möchtest. Probier dich einfach aus oder vielleicht hast du auch eine andere Idee, dann kannst du mir das gerne unten reinschreiben in den Kommentaren, ne? Also wie du gerne möchtest. Ansonsten freue ich mich über ein Abo, ein Like und deinen Kommentar und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Legung wiedersehen. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, macht's gut, alles Liebe, bis dann.